vermutlich. Also nicht für diese jedenfalls. Ja, genau, genau. Nicht für diese. So, Natalia Sabiaco und Alexander Enberts. Sie kommt aus Estland, aus Tallinn, einer wunderschönen Stadt im Übrigen, in der die Bürger, die Einwohner die Straßenbahn kostenlos benutzen dürfen. Das wäre nochmal eine Ansage. Mhm. Wirklich ein schöner Wurfried Berger. Ja. Tja, er flüstert ihr zärtlich ins Ohr. Gut gemacht, Natalia. Doch, zweiter Platz auf jeden Fall. Ja. Starke Leistung von Sabiaco und Alexander Embert. Die ja auch schon bei den diversen Grand Prix-Wettbewerben in dieser Saison ja, gut aufgeschlagen haben. Sehr gut sogar. Ja, auf jeden Fall. Haben sich richtig gut entwickelt. Toll. Direkt im ersten Anlauf ins Finale. Wie das im nächsten Jahr aussieht, wenn die russische Paarlaufmannschaft quasi wieder komplett sein wird. Ja, das ist natürlich extrem interessant. Wie geht sowas nach einer Babypause? Kommen russischer Trankow in selber Form zurück? Und wenn ja, dann könnte das natürlich diesem Paar zum Nachteil gereichen. Wiewohl ja Henrik bei den Olympischen Spielen nicht drei russische Paare am Start sein dürfen, sondern nur zwei. Nee. Oder doch drei? Naja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wie viel sich hier qualifizieren. Also auf die Ergebnisse
in erster Linie. Sie haben drei Paare am Start, also. Genau. Kommt es auf die besten Paare an, wenn die hier. Aber nur auf die zwei besten, wenn drei am Start sind. Soweit ich das weiß. Genau, ja. Die zwei besten bei drei genau. Startern. Die zwei besten. Entscheiden ja. über die Plätze des nächsten Jahres. Ja, zweiter Rang, wie gesagt, aber knapp hinter Shang und Yu.